Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic. Ich möchte jetzt nochmal die neuen Mod-Teile, die Polygone, benutzen, um hier das Wohnmobil nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten, und zwar außenrum. Wir haben ja hier jetzt zum Beispiel auch solche Blöcke, die hatten wir ja schon für die Rampe benutzt, zum Bau der Rampe der Garage. Und ich lösche jetzt hier einfach mal diese schrägen Blöcke weg. Es ist leider gerade ein bisschen überstrahlt. Das macht es ein bisschen schwierig zu erkennen, wo da jetzt die Flächen sind. Mal schauen. Oh Gott, man, das verschmilzt alles zu einer weißen Fläche gerade. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ich lösche jetzt einfach mal auf gut Glück. Lösche ich jetzt einfach mal hier die Blöcke weg. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, zum Beispiel diese ganze Länge hier, die wir jetzt hier sehen, mit einer, ja, mit einer Schräge sozusagen zu überbrücken. Das möchte ich jetzt gerne mal machen. Das ist jetzt eine 1x8 Schräge. Wir nehmen mal eine 1x6 Schräge. Ja, genau, das passt hier genau hin. Seht ihr das? Damit können wir das schön auffüllen hier an der Stelle. Es gibt das Ganze, glaube ich, sogar in abgerundeter Form. Ich nehme jetzt aber mal die schräge Form, die Dreiecksform. Genau, und dann könnte man das Ganze hier vorne jetzt nochmal ein bisschen länger nehmen. Zum Beispiel die 8er-Version, 1x8. Oder wir könnten theoretisch auch die 1x10er-Version nehmen, die längste. Dann kommt man nämlich tatsächlich... Huch. Dann kommt man... Hä? Wieso macht er das jetzt? Jetzt, genau, muss ich von oben drauf klicken. Dann kommt man tatsächlich bis vorne fast dran. Und ich glaube, das sieht tatsächlich dann auch cooler aus. Vor allem können wir uns dadurch jetzt auch im Grunde eine Reihe an Dachelementen sparen, tatsächlich in... Ja, wartet mal, ich kann jetzt nochmal reingehen. Wenn wir jetzt hier oben das Dach weglöschen, müssten wir ja dann da drüber diese Blöcke, die wir gerade gesetzt haben, vorfinden. Genau, guckt mal, dadurch haben wir jetzt wieder Innenraumplatz gewonnen. Ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Können wir das hier noch weglöschen? Ich glaube, eine kann ich noch, glaube ich. Ja. Noch eine? Nee, okay, da müssen wir das Ganze wieder hinzufügen. Ah nein, nicht diese Blöcke. Ich wurde schon gewarnt, tatsächlich, vor diesen Blöcken. Vor den Ultra-Light-Flat-Blöcken, weil die sollen irgendwie Probleme verursachen, wenn man Stoßdämpfer benutzt. Also wenn man die in Kombination mit Stoßdämpfern benutzt, dann sollen die irgendwie große Probleme bereiten. Ja, anscheinend soll das sogar so weit gehen, dass man da seine Erfindung oder beziehungsweise seinen ganzen Spielstand nicht mehr benutzen kann. Deswegen muss ich da schon ein bisschen vorsichtig sein. Das sollte ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. So, wartet mal, dann können wir doch das da eigentlich löschen. Guckt mal, so gewinnen wir wirklich nochmal ein bisschen mehr Fläche im Innenraum jetzt tatsächlich. Weil wir jetzt ja auch das hier nochmal weglöschen können. Das brauchen wir ja auch nicht. Und dann machen wir einfach diese Abkantung, die wir jetzt hier haben. Da braucht man dann tatsächlich nur noch eine. Und die setzen wir dann jetzt hier hin. Das ist ziemlich cool eigentlich, ne? Was man jetzt für Möglichkeiten der Gestaltung hat. Das ist echt der Hammer. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. So, das färben wir jetzt natürlich auch gleich mal weiß ein. Wunder, wunderschön. Diese Mods, die haben wirklich, also die verändern das Spiel nochmal komplett. Man hat so viele coole neue Möglichkeiten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich bedanke mich bei allen Moddern da draußen, die dieses Spiel modden. Das ist echt der Knaller. Und ich hoffe, da kommt noch mehr tatsächlich. Guckt euch das mal an, wie cool das jetzt ist. Es sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Alleine schon durch diese sanfte Abschrägung, die wir jetzt da drin haben. Man bricht dadurch quasi diese Kanten auf, man macht die länger, dadurch werden sie wieder interessanter und das Ganze fließt auch viel besser. Das Ganze wird fast schon aerodynamisch so ein bisschen. Das ist echt geil, was jetzt alles so geht in Scrap Mechanic. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch diese Konstruktion, die ich jetzt hier gebaut habe, verändern. Ich könnte das hier abschneiden und könnte da auch diese Blöcke benutzen. Ja, diese hier. Ja, für diese Rampen. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel an der Stelle die 1x8er-Variante tatsächlich benutzen. Guck mal, da könnte ich die komplette Wand auffüllen damit. Und dann hätten wir im Innenraum auch wieder ein kleines bisschen mehr Platz gewonnen. Ich meine, dann könnte ich natürlich die Rennstreifen nicht machen. Ja, dann könnte ich die Rennstreifenfärbung nicht benutzen. Aber ja, da müsste man dann halt designmäßig ein bisschen umdisponieren.
Oder ich könnte auch hier zum Beispiel dieses Teil, dieses Element hier in der Mitte, das könnte ich theoretisch auch löschen jetzt. Und dann könnten wir sagen, wir suchen uns die Mitte hier. Jetzt ist die Frage, wo ist hier die Mitte? Wartet mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 durch 2 sind 7. Jetzt gibt es, glaube ich, keine 7er-Varianten. Es gibt, glaube ich, nur gerade Zahlen. Genau, dann wäre das nächstbeste wär die 6er. Dann könnten wir da einfach 1, 2, 3, oder 1, 2, 3, 4, 5, 6 löschen. Und das dann hier einfach in die Mitte einsetzen. So, und dann haben wir hier eine viel coolere Rampe zum Rauffahren tatsächlich. Na, das ist viel cooler so. Wenn wir das jetzt hier von der Seite auch noch bewerkstelligen. So. So. Schön weglöschen. Genau. Flupp. Ja, dann haben wir hier eine coole Rampe. Ich meine, im Prinzip könnte man das jetzt auch noch hier hinsetzen und dann vielleicht die Lampen eher in die Mitte so. Ja, das wäre vielleicht auch eine coole Idee. Wenn ich das jetzt hier nochmal weglösche, die Lampen nochmal wegmache und das nochmal wegmache. Dann sagen wir einfach, hier wo die Räder von dem Fahrzeug sind, das hier rauffahren soll, könnte man das einfach so machen. So. Und dann hier in der Mitte wieder Blöcke rein. Genau, und dann macht man einfach hier hin eine Lampe oder hier an die Seiten, geht auch. Ist auch ziemlich cool. So, vielleicht ist es dann auch nicht mehr so überstrahlt, wenn wir jetzt weniger Lampen drin haben tatsächlich. So, schön drehen. Flup, flup. So, flup, flup. Haha. Genau, was ich euch auch noch zeigen wollte, ist der Kitchen Furniture Mod. Da war ich auch schon kurz davor in der letzten Folge, da ein bisschen was zu sagen und das vielleicht auch ein bisschen zu zeigen. Das machen wir gleich auch noch. Muss jetzt hier nochmal schnell die Rampe ein bisschen verbessern. Ja, guckt mal, das ist doch cool. Jetzt haben wir hier eine Möglichkeit, um da ein bisschen raufzufahren mit dem Fahrzeug, um da mit den Reifen richtig reinzufahren. Man könnte das hier auch noch ein bisschen abschrägen tatsächlich. Da gibt es jetzt ja auch Blöcke. Ihr merkt schon, ich komme aus dem Präsentieren gar nicht mehr raus, weil einfach so viel Neues drin ist in dem Spiel. Es ist der Wahnsinn. Alleine nur durch diese Mods. So, da müssen wir mal gucken. Einmal 8. Einmal 6 Wedge. Genau, das meine ich nämlich. Jetzt guckt euch das mal an, was man da Tolles machen kann. Ich kann jetzt das auch noch weglöschen. Ich muss nur aufpassen auf der anderen Seite, dass ich das dann nicht runterfallen lasse. Ja, also meine ich das jetzt gerade gar nicht. Wartet mal. Es gibt noch irgendwie noch einen anderen Block, glaube ich. Ich glaube, den hier. Nee. Ich finde jetzt gerade... Nee, stimmt, das gab es ja nicht, so Auffüllblöcke. Oder? Wartet mal. Jetzt nochmal zurückgehe. Das jetzt nochmal benutze. Hey, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Ach so, nee, doch, warte mal, das ist der richtige. Ich muss nur die rechts gedrehte, die links gedrehte Variante davon brauche ich. Die hier ist das. Sollte es zumindest sein. Mal gucken. Ja. Genauso meine ich das. Da hätte man hier nochmal eine Fläche zum Rauffahren so ein bisschen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Sieht auch so gut aus und wird so wahrscheinlich auch funktionieren. So, dann färben wir das mal wieder ein. So, genau. Lassen wir das jetzt mal hier in Ruhe. Jetzt werde ich mal versuchen, da innen drin eine Küche aufzubauen. Eine Kitchen. Eine echte Kitchen. Im Prinzip, wartet mal, mir fällt gerade noch was auf. Wir können eigentlich... Eigentlich können wir den Boden... Wir könnten den Boden theoretisch mit diesen Platten machen. Ich weiß, jetzt werden einige sagen, warum willst du den Boden jetzt mit diesen Platten auskleiden? Also nicht mit diesen, sondern mit diesen hier. Das hat auch schon vorher zu Lecks geführt. Aber dadurch würde man natürlich mehr Platz zur Decke, mehr Abstand gewinnen. Das wäre natürlich schon nice. Ich habe irgendwie Lust, das zu versuchen. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
Die Ränder können wir ja erstmal so lassen. Ich will das jetzt mal probieren, spaßenshalber. Will das mal austesten, wie gut das funktioniert, wenn ich jetzt hier... Oh Gott, ich mache lieber die Augen zu. Wahrscheinlich werde ich jetzt irgendwas Wichtiges weglöschen. Nee, doch nicht. Okay. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ist das jetzt hier der Boden? Was ist denn das da? Okay. Ja, guck mal, das würde doch sogar gehen. Wir haben doch hier noch einen Boden drunter. Ich wette, das ist jetzt kein Problem. Das müsste eigentlich funktionieren. Mal das jetzt hier so ein bisschen auskleiden. Weil die Kollision wird ja nicht hergestellt jetzt durch diese Blöcke, sondern durch die Blöcke, die hier drunter sind. Deswegen haben wir da, glaube ich, jetzt kein Problem, wenn wir jetzt hier den Boden ein bisschen vergrößern oder den Abstand ein bisschen vergrößern, indem wir diese Blöcke setzen. Das sollte jetzt eigentlich ganz easy möglich sein. Muss dann nur mal gucken, wie weit ich dann da an den Rand gehen kann tatsächlich. Bin mal sehr gespannt, was passiert, wenn ich das jetzt einfahre. Ja, sehr gut. Es passiert nichts. Also, nur das, was passieren soll. Und wir haben keine FPS-Einbrüche. Es muss also wirklich noch ein Layer dazwischen sein. Dann haben wir keine Performance-Probleme. Und genau, man kann sogar hier, das kann man sogar noch weglöschen, tatsächlich. Ja, das geht. Dann setzen wir hier auch noch diese abgeschrägten Blöcke. Wie oft ich das auch schon wieder baue und neu baue und hast du nicht gesehen, ne? Das ist schon ganz schön krass wieder eigentlich. Wie oft ich hier wieder immer wieder das gleiche baue. Wartet mal, jetzt mache ich gerade einen Fehler. Moment. Ah, es geht nicht anders. Muss ich so machen. Ja. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich hier diesen Block wollte ich verschonen, aber das geht leider nicht. Man kann ja diese Dinger leider nicht ums Eck bauen, tatsächlich. Also so nach innen gedreht, das geht irgendwie nicht. Da gibt es keine Blöcke. Das war ja auch der Grund, warum der Fiete mir sowas ähnliches nur nach außen gewölbt gebaut hat, dass man das so, dass man so einen Knick hat. Vielleicht brauche ich sowas auch nochmal für die nach innen gedrehte Variante. Mal gucken. Ja, nee, wie gesagt, so eine nach innen gedrehte Variante gibt es leider nicht. Also so eine Eckversion. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, nicht zu ändern. Ich könnte natürlich hier einfach das weglöschen. Und hier einfach nochmal einen normalen Block aufziehen. Das geht ja auch. Huch, jetzt hab ich das eins zu weit nach außen gebaut, oder? Ja. Huch, okay, so geht's auch. So, flupp. Machen wir das hier nochmal. Bam. Nein, wieso geht das immer automatisch eins nach außen? Das ist voll nervig. Das mal weglöschen hier. Mal abschneiden. Huch, was war das? Gott, es ist rausgetappt. Das ist wieder der Moment des Spiels, wo es einfach mal so random einfach mal raustappt. Sehr schön. Ein Hoch auf Scrap Mechanic kann ich da nur sagen. Ah, Moment, das muss weiß sein. So, flupp. Flupp und flupp, genau. Da oben auch noch. Genau. Und hier auch noch. Genau. Ja, aber ich muss sagen, ich bin schon sehr zufrieden mit dem Wohnmobil. Wie gesagt, wenn wir noch ein bisschen was an der Federung machen, hier noch ein paar Türen einbauen und so, dann sieht das schon ziemlich geil aus. Wie ich hier immer noch an dem Innenraum rumdenke, ist aber auch lustig, ne? Es dauert schon wieder ein bisschen lange, ich weiß. Einige kriegen bestimmt schon wieder einen Kasper. Ja, du hast das jetzt schon zum 15. Mal umgebaut. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass ich mir hier gerade... Ah, guckt mal. Das ist sehr aufschlussreich, was wir hier sehen. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie das jetzt ist. Ah, ab wann waren jetzt hier der Boden... Ah, der ganze Boden ist beweglich hier, ne? An der Stelle, okay. Dann muss ich das auf jeden Fall da an die Wand dran snappen. Also hier, an dieses Bodenstück. Wunderschön. So, den Rest hier, den füllen wir jetzt einfach auf. Sollte eigentlich gehen.
Jetzt werden einige natürlich sagen, wie willst du denn da jetzt Möbel platzieren? Du hast ja jetzt immer, wenn du jetzt einen Block da platzieren willst, das Problem, dass das nicht geht. Wir müssen dann an der Stelle, wo natürlich dann die Möbel hinkommen sollen, müssen wir nochmal Blöcke drunter setzen. Ne? Da kommen wir dann nicht drum rum. Das ist dann leider so. Und jetzt mal gucken, dass er da entsprechend jetzt die Dinger ransnappt. Macht er gerade nicht. Ist ein bisschen doof. Er braucht da immer einen Gegenspieler auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt ein bisschen tricky hier. Das muss ich sowieso weglöschen jetzt. Genau. Kann ich... Ah, okay, so geht's. Alles klar. Das ist nur ein bisschen schwer, das zu snappen. Das haut dann immer so ein bisschen nach unten ab, weil natürlich die Kollisionsfläche da nicht so groß ist an der Kante. Nein! Scheiße, da habe ich was falsch gesetzt. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich jetzt nichts kaputt mache. Komm schon. Aber so haben wir doch jetzt auch wieder ein bisschen mehr Platz gewonnen, zumindest nach unten. Das ist doch eigentlich auch ganz nice. So. Gott, hier muss man so vorsichtig sein, wenn man das platziert. Diese Kante zu treffen, da das da so anzulegen, ist gar nicht so einfach. Ich hoffe wirklich, dass bald dieses Update kommt, dass man solche Blöcke dann auch aufziehen kann. Ich hoffe, dass sie es nicht nur auf diese Dreiecke beschränken mit dem Aufziehen von solchen Spezialblöcken, sondern dass sie das auch wirklich auf, ja, so Blöcke ausdehnen, die halt wie diese Flächen hier auch ja eigentlich aufgezogen werden können müssen. Oder können müssen sollen. Um es mal komisch auszudrücken. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das müsste eigentlich gehen, dass man das aufzieht. Das ist sonst echt ein bisschen fingerig hier jedes Mal, das Einzelne da so hinzuklicken. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, finde ich nicht so sexy. Das geht besser. So, machen wir das mal so. Dann fahren wir das nochmal ein. Bis hierhin, genau. Wunderschön. Ja, das sieht auch gut aus eigentlich. Man könnte jetzt hier auf die Kante, könnte man sogar Möbel draufsetzen. Das mache ich jetzt auch. Mal spaßenshalber mit dem Kitchen Furniture Mod. Schauen wir jetzt mal, ob wir da so ein paar Küchenutensilien draufsetzen können. Ich mache jetzt mal einfach einen Ofen. So ein Counter. Kitchen Sink. Genau, anstatt des Counters nehme ich mal lieber das Ding hier. Und dann vielleicht noch einen Kühlschrank. So. Machen wir mal den Kühlschrank hier in die Ecke, würde ich sagen. Oh, wartet mal, der ist ganz schön groß, sehe ich gerade. Kann der überhaupt hier irgendwo platziert werden? Ja, hier. Wartet mal. Muss ich mal zurückgehen ein Stück. Da können wir ja hier eigentlich... Wartet mal. Das können wir da weglöschen. Und dann setzen wir den Kühlschrank einfach da so hin. Geht es? Mehr schlecht als recht. Aber man muss doch eigentlich jetzt da Standardblöcke setzen können. Also Blöcke mit Standardgröße und dann einfach den Kühlschrank, einfach dem Kühlschrank so einen Sockel bauen. Das müsste doch eigentlich gehen. Ja, da ist jetzt natürlich ein Loch. So, wir bauen jetzt hier mal dem Kühlschrank so einen kleinen Sockel auf. Und dann baggern wir den einfach, genau, den baggern wir einfach hier in die Ecke, in diese Nische. So, jetzt bin ich mal gespannt. Geht das jetzt? Ja. Nochmal drehen. Bisschen weiter nach drüben würde ich den jetzt gerne bauen. Ah, es geht nicht wegen dem Ding da. Okay, Moment, das müssen wir noch löschen. Und das hier müssen wir natürlich dann auch löschen. Das blockiert auch. Geht's jetzt? Ja. Ja, nice. Guckt mal, da haben wir den Kühlschrank auch sinnvoll untergebracht. Den kann man nicht aufmachen. Was ein bisschen komisch ist tatsächlich, dass man den nicht öffnen kann. Aber ja, mein Gott, so ist das halt, ne? Kann der jetzt noch eingefahren werden eigentlich? Ja. Das geht sogar. Ich werd irre.
meine, man könnte jetzt natürlich den Kühlschrank durchaus da hinbauen, man könnte ihn aber auch hier vorne hinsetzen und dann einfach hier diese Schiene weglöschen. Das geht natürlich auch. Dass man ihn halt wirklich ganz nach unten setzt. Das ist, glaube ich, sinnvoller tatsächlich. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Diese Innenraumgestaltung von der Küche, die machen wir mal tatsächlich in der nächsten Folge Scrap Mechanic. Da haben wir auch mehr Zeit dafür, da müssen wir jetzt nichts übers Knie brechen. Bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao.